Damit ist der Sternkampf auch erledigt. Dann kommen wir mal zur Wüste. Ja. So, hier setzt den Turbo kurz vor Ziel ein. Wenn ich die Abkürzung nehmen kann. Ach nee, ach, das ist die. Ja, okay, setze ich trotzdem kurz vor Ziel ein. Denke ich zumindest mal. Ich denke, man könnte ihn auch hier links einsetzen, aber ich weiß nicht. Der da was groß bringt. Ich glaube, ich hatte das ja schon mal ausprobiert und dann festgestellt, dass man dafür zwei Turbos am besten bräuchte. Okay, das lief nicht so wie geplant. Okay, ich muss das irgendwie noch besser timen. Ich denke mal, ich werde jetzt eher den Turbo verwenden, um den letzten dieser Schikanen zu überspringen. Wow, sehr knapp. Nicht den, auch nicht den. Sondern genau den. Besser. Und ich fahre am besten noch gegen das Feuervieh, um sicher zu gehen, dass es riskant wird. Okay, hier bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich einen von den Entwicklergeistern freischalte. Das läuft nämlich nicht so gut. Wow. Okay, da hat anscheinend wieder die Wii-Fernbedienung ein bisschen versagt. Okay, und warum auch immer der jetzt woanders hinfliegt. Oh, 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 komm! Unter 2 Minuten wollte ich auf jeden Fall noch sein. Oh, 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 oh. Und, ah, doch, frei geschaltet. Das wäre nicht so toll gewesen. Oh, GBA Bosos Festung. Supi. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich den hier einsetze. Ich glaube, ich setze ihn hier auf der Startzielgeraden ein. Ich weiß jetzt nicht, wo der hier sonst zum R bringen soll. Wow, das war sehr knapp. Ich könnte ihn auch hier einsetzen eigentlich, aber keine Ahnung. Da setze ich ihn wieder hier ein. Go, 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 go! Yeah! Oh, schon minus 13 Sekunden. Okay. Das war sehr, sehr krass. Kommt hier hoch. Dass der manchmal nicht so will, wie ich will. Go, go! So, wie viel suchen jetzt? Oh, 17. Nein, sehr riskant, sehr riskant. Shit. Go, go! Na, das hätte ich vielleicht noch schaffen können. Wow, da
Das war auch sehr riskant. Okay, ich muss ein bisschen mehr aufpassen. Da kommen ziemlich riskante Sachen zustande. Warum auch immer ich die Kurve jetzt zu weit außen geholt habe. Nein, da will ich nicht reinfahren. Das wäre sehr negativ. Okay, das ist definitiv Entwicklergeist freigeschaltet. So, kommt jetzt Donkey Kong Strecke? Könnte das sein? Ja, schön. Gut, hier setzt man natürlich den Turbo am besten wirklich in der Höhle ein. Um die Höhle ein gutes Stück abzukürzen. Ja gut, in der Kurve können wir es vielleicht noch einsetzen, aber ich finde, da hat das nicht so einen guten Effekt. Hoppala, das war ein bisschen schief. Okay, so sollte man das vielleicht auch nicht machen. Gibt es bestimmt eine etwas bessere Methode, das zu regeln. Ist jetzt egal. Ich glaube, da musste man den Winkel ein bisschen steiler nehmen. Warum auch nicht da hochgesprungen bin. Ich spring auch immer an dieselbe Stelle. Okay, das sollte ich mal, glaube ich, anders regeln. Vielleicht sollte ich jetzt mal die eine Stelle versuchen. Okay. Jetzt sollte ich sogar auf zu lüften. Würdig. Ah, ich hasse diese Stelle. Wenn man einmal an diese Seite drauf kommt. Wow. Okay, das kann ich vergessen. Okay, das konnte ich jetzt komplett vergessen. Also man könnte es theoretisch schaffen, aber da muss man genau zwischen unsichtbarer Wand bzw. Berg und dieser scheiß Palme springen. So, dann spring ich halt eher so. Habe ich jetzt mal spontan ausgedacht. Weiß jetzt noch nicht mal, ob das überhaupt irgendeinen kleinen Schub bringt. Ich denke wahrscheinlich eher weniger. Ja, 2 Sekunden besser als eben. So, dann versuche ich es jetzt nochmal. Nein! Ah, verdammt. Ah, diese verdammten unsichtbaren Wände. Wow.
Okay, das war noch nicht mal schlecht. Wir müssen ja nur den Entwicklergeist freischalten, dann passt das schon. Jo, definitiv, eben hatten wir hier was mit 11 Sekunden. Schade, dass man echt bei diesem Sprung nicht mehr ein bisschen nach links lenken darf. So wie damals. Wow. Yay, perfekt. Oh, schön. Das, so muss das sein. Also ihr müsst den Turbo verwenden, genau gegen die Palme springen, um dann perfekt auf diesen Hubbel wieder runter zu rutschen, so dass ihr nicht zu viel Schub verliert. Genau so geht das. Ich meine wahrscheinlich nicht, aber immerhin besser als alles, was wir davor fabriziert haben. Natürlich Geistdaten. Was kam jetzt? Bowser? Irgendeine Bowser-Strecke? Keine Bowser-Strecke? Ach ja, die GameCube Mario-Piste, die ich ja so super liebe. Bin ich ja froh, dass bei Mario Kart 8 die Mario-Piste wenigstens halbwegs ordentlich ist. Weil bis jetzt waren sie ja nie so dolle. Außer in Super Nintendo, da waren sie richtig tolle. Okay, der hat mich komplett ignoriert. Ach komm, was fahre ich denn jetzt? Ja, selbst mit dem Nintendo Wheel, Wii Wheel hieß es. Überholt er mich oder wie? Go, go! Yay! Yay! Also ungefähr passt das schon. Kann wahrscheinlich in der Kettenhundkurve ein bisschen abkürzen, aber ich glaube, dafür bräuchte ich ein paar mehr Pilze als nur einen. Okay, oder ich verwende gar keinen Pilz an der Stelle. Ja, man kann auch ein bisschen Glück haben. Oh, okay, es passt sogar halbwegs, wenn man da einen Pilz verwendet. Okay, muss ich mir merken. Wie gesagt, oder wie ihr sehen konntet, habe ich eigentlich den Pilz immer hier verwendet. Aber anscheinend bringt's auch hier nichts. So. Ah, so.